Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, gab kleine Planänderungen. Wir sind immer noch in dem System von zuletzt, wo wir die zwei Monde mit Wasseratmosphäre gefunden haben. Einen Mond habe ich schon abgeräumt und den zweiten gucken wir uns jetzt an, denke ich. Und bin sehr erstmal gespannt, was es hier alles gibt, weil wenn der Mond irgendwelche Ähnlichkeiten mit dem anderen hat, dann wird es wieder eine Qual. Also drei Stück habe ich relativ schnell gewusst. Es gibt hier vier. Müsste auf dem Gabe. Reicht das oder reicht das nicht? Mal so. Es gibt, müsste, glaube ich, vier Gabe auch hier. Und diese Osois. Oh, da kann ich später noch was dazu sagen. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier überhaupt gibt. Und du hättest Any gereicht. So, Bakterie. Ja, klar, Chondra, Fungoida. Ja. Mhm. Ja, ihr seht schon, die gibt es nicht relativ oft, aber da sehe ich schon was aufblinke. So, wir holen uns erst Chondra. Das hat mich gewundert. Ich habe auch mit Chondra angefangen. Und das ging relativ gut. Die habe ich ziemlich schnell gefunden. Direkt mit Fungoida zusammen und ja, komm mal da oben. So, da sind noch ein paar Vorkommen, da können wir was abgreifen, denke ich. Oh, fuck. Oh, oh, reicht das? Das kommt hin, oder? Genau, mit Chondra und Fungoida angefangen. Überraschenderweise hat das sehr gut geklappt. Dann die Bakterie, das ging auch sehr gut, wie halt gehabt. Es war Bakterium Tela. Osois. Ich habe ewig gebraucht, bis ich überhaupt Stelle gefunden habe. Dann habe ich Annie angeflogen. Direkt bei der Landung habe ich, beim Anflug habe ich Osois gedient. Oh geil, das wird einfach. Ja, Palvedickel. Das war noch für lange Zeit die einzige Konja, wo ich überhaupt gesehen habe. Ich habe noch ein anderes Ding angeflogen, da habe ich überhaupt nichts gesehen, weil es dunkel war. Und das waren so kleine Bereiche, da wusste ich nie, bin ich schon raus, bin ich noch in dem blauen Bereich drin. Das war Katastrophe. Dann, ich glaube, ich bin drei oder vier Bereiche angeflogen, bis ich endlich mal noch mal ein paar gefunden habe. Und der Endbereich war dann komplett im Dunkeln. Es war nicht schön. Aber ich habe sie gefunden und es hat sich auch gelohnt, weil das war Osois Discus. Und die sind noch satte 12 Millionen wert. Insofern war das okay. Guck mal, sieht doch geil aus hier. Ja, aber hier sehe ich schon mal Chondra Fungoida. Also, ich hoffe, dass das so gut klappt wie bei dem anderen Planeten. Dauert zwar ein bisschen. Also, ja, die Dinger sind nicht groß. Die Fungoida, die erkennt schon relativ gut, die sind bunt. In Farbe und bunt, aber die Chondra, die sind halt klein. Muss mal ein bisschen suchen. Ah, die gab es halt auch relativ häufig. Das war okay. So, jetzt muss man ein bisschen auf die Höhe aufpassen. Oh, was sehe ich denn hier? Okay, hier gibt's auch. Das ist interessant. Oh, so ist Diskus sogar in Blau. Nee, Pfirsichfarben. Da diskutieren wir aber nochmal drüber. Bei mir ist das Blau. Okay, die gibt's hier. Das müssen wir uns mal merken. Ich hätte aber gerne das andere, weil bis ich jetzt so die Chondra komplett gefunden habe. Ah, komm mal, da. Da ist Chondra. Ah, ne, bis man die Discus dann da gefunden hätte. Das finde ich jetzt eher schon mal einfacher. Die Chondra, denke ich. Eventuell muss man ein bisschen laufen. Na? Ich hoffe, komm. Heute noch. So, passt doch.
glaube jetzt nicht, dass wir hier alles schon kriegen. Komm, wir fangen einfach mal mit der Orbitum an. Mit dem einen Sinne, dass der Unreich da nicht, aber ist egal. Na, macht doch schon was. Jetzt. Conjure Arenibus. Pfirsichfarben. Okay. Das ist doch schon mal was. Das war, glaube ich, auch die andere. Ne, neuer Codex-Eintrag. Okay. Das ist doch schon mal was. Wir bleiben mal ganz kurz. Zu Fuß. Das da reicht, glaube ich, noch nicht. Nee. Oh, da unten ist noch Osiris Discus. Kann das Sinn? Will ich aber nochmal kurz gucken. Ja, sieht ganz so aus, oder? Oder ist das. Täuscht das? Ne, das täuscht. Ne, okay. Allerdings wäre so halb vergraben, das Osiris Discus. Oh, guck mal hier. Gasriese am Horizont. Nee, da müssen wir jetzt leider nochmal weg. Ja, das Conjure Arenibus ist immerhin 4,5 Millionen. Das ist doch schon mal was. Hui, nette Kopfstoße. Das wäre schlecht. Sind doch direkt wieder da, können wir hier oben ein bisschen landen irgendwo, hoffe ich doch. So, wunderbar. Nur mal ganz schnell gucken, ob es da hinten irgendwas gibt. Sieht nicht so aus. Mal kurz mal da über den Rand gucken. Da unten ist ein Arkonja drin und ist noch das Funguida? Ist da hinten was? Dann müssen wir vielleicht nicht in den Krater da hinten. Naja, beziehungsweise die Schlucht hier runter. Nee, leider nicht. Muss ich jetzt so die Schlucht runter? Ist nicht der Ernst, oder? Ja, hab komm. Juhu, Geronimo!
naja, passt doch. Okay. Moment, da können wir mal inpacken. Und jetzt wieder. Ui. Ist das ein Bug? Yay! Ah, jetzt verbrauchen wir auf immer was. Das Becher haben wir fast kaum was verbraucht. Das ist cool. Eieiei, was war denn das dabei? Gut, da haben wir schon eine Probe im Sack. Aber Funkelida haben wir jetzt hier noch nicht gefunden. Also wenn wir es hier mit dem Conjure anfangen, da wird es glaube ich schmerzhaft. Auf der anderen Seite, wieso eigentlich nicht? Oh, Conjure, dann hätte ich noch gerne den Codex scan. Upsa. So, ich finde ich das Diskus-Ding noch immer. Das ist eher schon mal. Dahin ist sie es doch schon, oder? Ja. Gut, dann jetzt weiß ich gar nicht, wie groß dieser Bereich hier war, wo es dieses Diskus gibt hat, aber nur gut. Hier müssen wir doch so langsam landen können. Hallo? Gut, dann halt Diskus, auch gut. Ich meine, die wollte ich eigentlich eh sammeln, weil die bringen gut Geld. Sogar ein neuer Codex-Eintrag, sprich die Farbe hatte man noch nicht, die Sort, da kenne man ja. Jo, 12,9 Millionen. Also da kann man auch mal ein bisschen suchen. So, was machen wir jetzt am besten? Wie immer am besten nochmal dorthin, wo wir herkommen sind. Ich werde jetzt einfach mal in meiner Naivität vermute, war auch Conjure, dass die Diskus hoffentlich hier in demselben Bereich gibt. Oh, ach, guck mal, jetzt haben wir hier Funguida. Na, kannst du was sehen. Ja. Kennen wir schon mal. Wieder Gelata. Ja, zeigst du jetzt hier beim neuen Codex-Eintrag die Farbe und mir an. Oh mein Gott. Sieht man, die ist nur noch beim eigentlichen Scan. Ach, Freund hier. Was tut ihr denn? Furchtbar. Vorher hat man die Farbdoxin auch. Doch einfach nur keine beim anderen dazu packe und dann eine Dokodix-Intrag so lose, wie er war. So, guck mal hier. Da sind auch ein paar. Das Problem ist jetzt natürlich, da müssen wir da unten landen. Na guck mal, da unten sehe ich auch schon wieder. Eventuell kann man doch gerade schon was ihm gesagt. Bisschen Glück. Muss erst mal hier landen können. Ich könnte die Nidhi-Diskus sind vielleicht ein bisschen. Ja, Moment. Ist doch so weit weg.
ein bisschen Bergsteigen hier. Okay. Hallo? Wo sind ihr? Okay. Ach du un. Ja, leicht verpeilt. Moment. Ist das eine andere Bergkette? Nö. Nee. Achso, dass du Tool eventuell noch auspacke. So mit der Handkamera relativ schlecht scanne. Bisschen Glück kriegen wir das noch zusammen. Das wäre mega cool. Weil da wissen wir ja auch, dass es hier auch Fungoida gibt. Das wäre echt cool, wenn man hier schon alle drei Abfuhrstücke könnte. Also bis jetzt haben wir die dort zwei Osseus wesentlich schneller gefunden, als ich vorher die zwei gefunden habe. Das könnte ein bisschen knapp wäre. Hm? Wow. Nein! Was tue ich? Hilfe! So, ich nehme stark an, das doch reicht noch nicht, aber wir können es zumindest probieren. Oh, bitte lass das reiche. Och, dann wäre nämlich direkt Fungoida hier in der Nähe. Oder direkt dabei. Wie geil wäre das dann? Hallo? Wo? Dann. Oh, geil! Oh, das ist super! Wie geil ist das dann? Perfekt, das da ging jetzt wirklich echt gut. Perfekt. Bild von da. Na gut, richtig schöne Himmel haben wir nur erst in die Richtung. Oh, warte mal. Na, da ist das Raumschiff in der Nähe. Steh nicht auch so dumm da rum. Stecke uns mal. Noch mal das Kleine hier. Wunderbar. Ja, hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt zeigt mir die Farbe gerade in mir an.
Ah ne, stopp, das ist das falsche Feld. Kann er gar nicht. Sorry. Chronisch verwirrt. Ja. Gut, jetzt brauchen wir nur noch zweimal die Funguida. 3,3 Millionen, immerhin. Wo müssen wir da am besten hin? Keine Ahnung. Ja, probiere einfach mal. Bisschen was. Hier ist ein Concha. Sehr schön. Wunderbar. Ich würde sagen, das Fehlende kriegen wir jetzt auch noch hin. Um Löhne es wieder aus so ist. Ja, das ist aber wesentlich angenehmer als gestern die Tour. Das war extrem erschwerte Bedingungen. Noch die falsche Landeplatz rausgesucht. Natürlich nehme ich, wo ich schon überall war. Osois war da nochmal. Also hier gibt es wesentlich mehr Osois. Hier. Das war doch das Feld, wo wir den Codex drin gemacht haben. Das ist ja super. Würde ich sagen. Und das bringt uns somit auf 96 Millionen Biokredits, das haben wir schon jetzt im Speicher an. Das ist cool. Und ja, damit würde ich sagen, machen wir hier noch ein schönes Bild da, mit dem Gasriese im Hintergrund, dem Funguida-Feld. Genau, ich wünsche euch, na, Moment, na, ist mal Gasriesen in mir. Ja, komm, das ist gut so. Genau, mit diesem Anblick wünsche ich euch noch schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.